Am 22. Juni machte die Sparkassen Fairplay Soccer Tour Station in der Hansestadt Wismar. Das Projekt richtet sich an Schulsportmannschaften, um Sport und Bildung zu vereinen. Die Sparkassen Fairplay Soccer Tour stellt eines der größten und erfolgreichsten Jugendsozialprojekte dar. Jährlich werden 22.000 Teilnehmende erreicht. Vorab fand im Sparkassen-Showtruck eine Pressekonferenz statt. René Tretschok, Vizepräsident der Deutschen Soccerliga, hob den Leitgedanken des deutschlandweiten Turniers hervor. Der Fokus auf den Fairplay-Gedanken. Ja, die Deutsche Soccerliga veranstaltet seit über 20 Jahren Kinder- und Jugendprojekte mit dem Thema Fairplay. Und wir haben gemeinsam mit den Sparkassen und auch mit der Firma Mastercard seit vielen, vielen Jahren eine Tour auf die Beine gestellt, die in Deutschland und in Europa eigentlich einzigartig ist. Weil wir verbinden die Themen Bewegung und Bildung in einem Sparkassen-Fairplay-Soccer-Turnier, sind aber am Vormittag immer bei Partnerschulen mit Bildungsworkshops unterwegs. Rund 175 Schülerinnen und Schüler nehmen teil. Das sind 48 Mannschaften aus Wismar. Die Sparkasse Mecklenburg-Nordwest unterstützt das Soccer-Turnier vor dem Hintergrund Fair Pay, Fair Play. Der Sparkasse Mecklenburg-Nordwest liegt es ganz besonders am Herzen, Fair Pay, also finanzielle Bildung, und Fair Play, also faires Spielen, zu unterstützen. Und deshalb sind wir schon langjähriger Partner der Fair Play Soccer Tour und freuen uns ganz besonders, das heute auch wieder am Standort Wismar mit umsetzen zu dürfen. 48 Teams sind gemeldet, eine super Resonanz. Die Sparkasse Mecklenburg-Nordwest hat bereits im Jahr 2023 in Nordwest-Mecklenburg 30 Projekte aus verschiedenen Förderbereichen, vor allem Jugend, mit 358.000 Euro unterstützt. Den Sport nutzen, um gesellschaftliche Themen zu fördern. Mitmenschliche Verbindungen werden gestärkt. Besser auszeichnen wollen und das ist auch eine